Gut, was haben wir denn sonst noch hier alles? Also wir haben hier eine Tür, da geht's zum Windbrunnenplatz, da haben wir eine Tafel, da haben wir ein Phosphos, alles klar, haben wir sonst noch was? Da hinten war noch ein Kerlchen, ne? Ja, hier, er da. So, was haben wir hier? Ein kleiner Junge, Gehstock, versteinerter Asposa, zerstörtes Haus. Alles klar, die gucken alle etwas, ja, versteinert. Gut. Halt, komm mal nach vorne. Red mal mit dem Kleinen. Erstmal anschauen. Ach, der kleine Junge spielt. Ich habe früher immer Flucht aus dem Palast gespielt. Conroy hat sogar mitgespielt. Ich habe nie gewonnen. Tö. Alles klar? Hi. Hallo, Kleiner. Freund oder Feind? Freund? Wenn du ein Feind bist, würdest du das wahrscheinlich auch sagen. Ich bin Detze, Gentleman, Abenteurer und Erforscher des Unbekannten. Nenne dein Anliegen. Alles klar, nenne dein Anliegen. Eine Karte, Phosphos, Topf. Cool, das Phosphos wäre schon cool, ne? Hammer, Licht. Den Topf brauche ich glaube nicht, aber die Karte klingt auch interessant. Was hat er da? Was hast du denn da für eine Karte? Das ist meine Schatzkarte. Sie führt mich zum Schatz der Basilien. Na, das klingt ja super. Wo ist denn dieser Schatz? Hier steht, dass er irgendwo im Wurzelwald versteckt ist. Oh, am gefährlichsten Ort in ganz Asposien? Bisher ist niemand lebend aus dem Wald zurückgekehrt. Ja, ich weiß. Ich war da mal mit einem Nachbarsjungen auf Schrofjagd. Ich hab ihn dann da angebunden. Der ist auch nie wieder aufgetaucht. Oh. Ja, aber meine Mama hat gesagt, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Alles klar, an einem besseren Ort. Was hat das mit dem Phosphos auf sich? Ist das dein Phosphos? Ja, es heißt Foss. Ich hab ihn gerettet. Ach ja? Wie denn das? Er war gefangen auf dem höchsten Turm von Asposien. Ist der höchste Turm von Asposien nicht der Leuchtturm, der nicht mehr leuchtet? Ja, ich erinnere mich, wie Conroy mir erzählt hat, dass jemand das Phosphos aus dem Turm gestohlen hat. Nicht gestohlen, befreit! Oh. Alles klar. Das ist natürlich ein gravierender Unterschied. Erzähl mir was über deinen Topf. Das ist ein schöner Topf, den du da hast. Hast du gerade Topf gesagt? Dieser Helm hat mir schon unzählige Male das Leben gerettet. Zum Beispiel, als ich die Wurzeltrolle abwehren musste. Aha, und wie hast du das gemacht? Feuer! Du meinst doch nicht den großen Brand vor 2 Jahren? Die Wurzeltrolle hätten sonst ganz Asposien vernichtet. Und die Überschwemmung hat doch das Feuer gelöscht. Warst du das etwa auch? Wenn du fragst, ob ich damit allen das Leben gerettet habe, so lautet die Antwort ja. Alles klar, wir haben hier einen kleinen Unruhestifter. Reden wir nochmal über die Karte. Bist du sicher, dass das eine Schatzkarte ist? Für mich sieht es ein wenig aus wie ein Strickmuster. Ich bitte dich. Sehe ich aus, als könnte ich eine Schatzkarte nicht von einem Strickmuster unterscheiden? Nein, ja, also schon. Aber ich denke, dass... Hör mal, ich werde dir jetzt sagen, was ich meiner Mama schon gesagt habe. Und dem Richter und auch dem Onkel, der mit mir über meine Träume reden wollte. Wenn ich sage, dass es echt ist, dann ist es echt! Alles klar, der ist etwas unentspannt, der Kleine. Kann ich deine Schatzkarte nicht mal kurz anschauen? Nein, ich muss doch die Augen der Basilien finden. Warum hast du denn nicht einfach ein anderes Haustier? Wie zum Beispiel eine kleine, flauschige Wollmaus? Ich hatte mal ganz viele Wollmäuse, aber die sind immer durch die Gegend geflogen. Oh, sie sind dir davongeweht? Wollten sie, aber das konnte ich verhindern. Ach so, und wie hast du das gemacht? Ich habe sie auf den Boden getackert. Oh. Dann sind sie da geblieben. Oh. Ja, dann hatte ich 2 Spindelraupen. Die sind aber auch immer weggekrochen. Aha. Da habe ich sie festgetackert. Oh. Und dann hatte ich einen Wulluf. Oh nein. Der wollte aber auch nicht da bleiben. Bitte, rede nicht weiter.
Ja, Mama hat gesagt, ich soll mich von Tieren fernhalten. Ja. Und von Tackern. Alle mal fest. Der Kleine ist echt bescheuert. Alles klar. Gib mir das Phosphos, das ist bei mir sicherer. Phosphos sind mittlerweile ziemlich selten. Ja, ich weiß. Darum war es auch so schwer, an das hier ranzukommen. Hast du dir schon mal überlegt, dir ein anderes Tier als ein Phosphos zuzulegen? Zum Beispiel? Naja, vielleicht eines, das nicht so leicht, kaputt geht. Zum Beispiel ein Ziegelstein. So, was sagst du mir denn noch über deinen Topf? Oder deinen Helm, wie auch immer? Es ist ja schön, dass du so viel Fantasie hast. Aber glaubst du nicht, dass deine Mama ihren Topf vermisst? Das ist ein Helm aus Staluminium. Ich weiß noch, wie ich damit die sagenumwobene Schrofarmee der Schrofe zurück in den Wurzelwald getrieben habe. Weiß eigentlich deine Mama, dass du hier ganz alleine spielst? Ja, sie hat gesagt, wenn ich will, darf ich sogar draußen schlafen. Das ist, verständlich. Auch eine Möglichkeit, ihn loszuwerden. Ist der Helm auch kugelsicher? Leider nicht. Ich hab's ausprobiert. Wie denn das? Darüber darf ich bis zur Verhandlung nicht reden. Alles klar, alles klar. Aber jetzt interessiert mich noch der Schatz. Vielleicht ist es ja nicht nur ein Hirngespinst, was er da von sich gibt. Was ist denn der Schatz der Basilen? Der Schatz der Basilen ist so unglaublich geheim, dass niemand weiß, wie er aussieht. Aber höchstwahrscheinlich ist er in einer Kiste. Und was genau haben die Basilen in diese Kiste reingetan? Ihre Augen! Igitt, was willst du denn damit? Keine Ahnung, ich werde mal versuchen, sie kaputt zu machen. Alles klar. Aber die Augen, waren diese Basilen nicht die Viecher, die hier auch alle versteinern? Du suchst also die Augen der Basilen. Ja, wie oft denn noch? Wenn ich diese Steine hätte, könnte ich die Feinde Asposiens versteinern. Wer sind denn die Feinde Asposiens? Ha, das könnte potenziell jeder sein. Absolut jeder. Alles klar, der Kleine ist etwas durchgeknallt. Na dann, Detze, viel Spaß noch bei deinem Spiel. Welches Spiel? Okay. Nun gut. Was haben wir hier sonst noch? Also wir haben hier noch den Gehstock. Oh, ein Gehstock. Er ist aus Stein. Kein Wunder, dass der alte Asposa nicht entkommen ist. Komm, den nehmen wir mit. Ich sollte ihn lieber an mich nehmen, bevor ihn noch jemand klaut. Genau. Rein zur Vorsicht. So, der versteinerte Asposa an sich. Was er wohl getan hat, um den Zorn der Basilen auf sich zu ziehen? Lieber nicht, nachher werfe ich ihn noch um. Man denke nur an den Vorfall vor 10 Jahren. Die Gelehrten bezeichnen ihn bis heute als den Dominotag. Na, hoppala. Ach, da hinten geht's zum Hinterhof. Was haben wir denn sonst noch? Ein zerstörtes Haus. Also entweder hat hier ein Basilenangriff stattgefunden, oder irgendwer hat ein Haus ohne Dach gebaut. Ich glaube eher Ersteres. Was soll ich denn mit einem Haus ohne Dach? Ja, keine Ahnung. Dach draufbauen? Was haben wir denn sonst noch? Hier haben wir noch ein Phosphos. Kann ich dich da rausnehmen? Nein, der Käfig ist sicher verschlossen. Irgendjemand scheint davon auszugehen, dass man versuchen könnte, das Phosphos zu stehlen. Ich würde es mir ja nur mal kurz ausleihen. Eben, das ist ja was gänzlich anderes. Eine Tafel. Was steht da drauf? Heute Kieferbrecher für Aspiri. Das hier muss ein Zahnarzt sein. Alles klar. Geht nicht ab. Irgendwer muss es hier festgenagelt haben. Wo war's? Machen wir da noch Kellerluke, Fahndungsplakat, Tür. Lass uns mal hier hingucken. Vielleicht ist was Spannendes. Mal sehen, da drin liegt ein Kissen, ein halbes Glas Gurken und ein paar Nägel. Ach, ich wünschte, ich hätte so ein schönes Zimmer im Palast. Aber Conroy sagt, Reichtum verdirbt den Charakter. Kann ich trotzdem reingreifen? Was soll ich denn damit machen? Um es einzuschlagen, müsste eine Scheibe drin sein. Ach komm, stell dich halt an. Die scheinen hier ja überall zu hängen. Vielleicht sollte ich Taubendiebin darunter schreiben. Was könnte man machen? Plakate abnehmen verboten.
Ach komm, stell dich halt an. Und eine Tür. Sieht nicht besonders stabil aus. Wer auch immer dort wohnt, hat wohl nichts wegzuschließen. Dann gehen wir mal rein. Diese Tür gehört jemandem. Ich glaube, es wäre unhöflich, sie mitzunehmen. Du sollst sie ja nicht mitnehmen, du... Nee. Gut. Gehen wir mal hier in die Bar rein. Vielleicht finden wir ja was Tolles. Yeah, wo sind wir denn hier gelandet? So, lass mal schauen, was haben wir denn alles? Ah, also wir haben hier den Spielautomat, einen Windmönch, einen Drehstuhl, einen losen Faden, einen Gast, einen Kaugummiautomat, die Bardame, ein Wulluff, hoffentlich nicht festgetackert, und ein schlafender Gast, eine Kiste, Garderobe, das ist ein versteinerter, auch nicht verkehrt. Haben wir da noch bunte Flaschen, Gemälde, wie sexy. Alles klar, wir haben hier einiges am Start. Dann schauen wir einfach mal durch. Wir schauen uns erstmal alles an, bevor wir was benutzen. Mal sehen, wie das funktioniert. Man wirft Geld rein und zieht an dem Hebel. Und dann nochmal und dann nochmal. Alles klar. Wow, ein echter Windmönch. Was für eine Ehre. Was tut er denn da? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, er trinkt Alkohol und betreibt Glücksspiel. Tja. Dieser Drehstuhl hat schon bessere Zeiten gesehen. Oh, der Mönch hat sich wirklich gehen lassen. Da hängt sogar ein Faden aus seiner Kutte. Conroy würde sich sowas nie erlauben. Da kannst du mal sehen. Er sieht aus... als wäre er öfter hier. Woran sieht er das? Weil er betrunken ist? Da sind viele bunte Kugeln drin. Ich habe das Gefühl, dass sie mich anschauen. Da könnte man die Augen, also in Anführungsstrichen Augen hernehmen, mit dem Kleinen dann geben. So, was hat man jetzt noch? Ah ja, genau, hier das Gemälde. Wow, das ist die Bardame. Sie sieht wirklich hübsch aus. Es ist faszinierend, was die Zeit Frauen antun kann. Sag ihr das aber nicht. Das muss die Bardame sein. Ich habe noch nie so eine Asposerin gesehen. Eigentlich habe ich im Kloster überhaupt noch nie eine Asposerin gesehen. Das ist der mit Abstand hässlichste Kanarienvogel, den ich jemals gesehen habe. Hund. Katze? Was spielen wir gerade? Ach, Schätzchen. Was da wohl drin ist? Komischer Saft. Vor allem Saft, ne? Hat man noch? Ah ja, genau, die Kiste. Was steht da? Inhalt absolut tödlich. Serviertipp mit Zitronenscheibe und Schirmchen als Cocktail ein Hit. Alles klar. Ein weiterer Sünder, der von den Basilen versteinert wurde. Was er wohl angestellt hat? Tja, war halt böse. Und der pennt. Der kommt wohl öfter hierher. Eigentlich geht er nur nie. Das ist auch eine Möglichkeit. Hey, du hast jetzt am meisten mit mir geredet. Was ist Sache? Hallo, leiten Sie dieses, Etablissement? Keine Ahnung, Schätzchen, aber mir gehört auf jeden Fall die Kneipe hier. Wie wär's denn mit einem Kieferbrecher? Einem was? Ein Likör. Spezialität des Hauses. Danke, aber lieber nicht. Dann vielleicht einen Schädelknacker? Einen Lavaströmer? Klingt alles recht gewalttätig. Gewalttätig? Du meinst wohl leicht entflammbar, Schätzchen. Ja, du siehst aus, als bräuchtest du ein paar Haare auf der Brust. Danke sehr. Ich trinke ihn später, falls ich vorhabe, mich umzubringen. Alles klar. Haben wir jetzt irgendein Schnäpschen bekommen. Aber was weißt du denn über Laura? Haben Sie ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Sie heißt Laura. Ach, Herzchen, ich sehe eine Menge Leute. Warum suchst du sie denn? Sie hat etwas, was mir gehört. Das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, Schätzchen, ich kann dir da nicht helfen. Tja, das war wirklich keine Hilfe. Oh, ein kleiner Wulluff. Ja, süß, nicht wahr? Ich habe ihn angeschafft, nachdem mein letzter Ehemann weg war. Er frisst und schläft den ganzen Tag. Man merkt keinen Unterschied. Euer Ehemann? Wo ist er denn hin? Er wollte abhauen, aber weit ist er nicht gekommen.
Wie meint ihr das? Er steht da vorne. Du erkennst ihn an seiner langen Nase und dem Kleiderbügel. Oh, das tut mir leid. Ja, seit der Versteinerung ist er einfach nicht mehr derselbe. Tja, das kann man wohl sagen. Der Mann da am Automaten ist ein echter Windmönch. Könnt ihr das glauben? Einer von den großen drei. Der da. Die alte Kneifzange kommt oft hierher. Wenn du mich fragst, ist es eher eine große Null. Aber fühlt ihr euch nicht geehrt, dass ein echter Windmönch hier bei euch verkehrt? Puh, als wenn ich das gebrauchen könnte. Ein Mönch in meiner Bar. Ich wundere mich sowieso, dass die Basilen hier noch nicht vorbeigeschaut haben. Sollten sie? Haben sie etwa gesündigt? Weißt du, Schätzchen, früher lagen mir die Männer reihenweise zu Füßen. Ob du es glaubst oder nicht? Okay, dann glaub ich's nicht. Dann glaub ich's einfach nicht, das ist gut. Sitzt er denn wirklich jeden Tag hier und spielt? Ach, als der alte Trottel seinen Windbrunnen verloren hat, ist er dem Glücksspiel anheimgefallen. Den bekommst du nicht wieder auf die Reihe. Da verwette ich meinen Straps drauf. Okay, er fragt jetzt nach dem Straps von ihr. Was ist ein Straps? Glaub mir, Schätzchen. Wenn du einen siehst, wird dich nicht interessieren, wie sie heißen. Warum nicht? Ach, vergiss es. Da kommst du schon noch selber drauf. Wo drauf denn? Vielleicht auch nicht. Ach, Mai, er ist halt noch jung. Tschüss! Pass auf dich auf, Schätzchen. So, alles klar. Kann ich dir da mal reinpfuschen? Nein, der wird gerade benutzt und außerdem kann ich meine Zeit nicht mit Spielen vergeuden. Ich muss das Mädchen mit der Taube finden. Dann red mir doch mal mit dem Mädchen. Na komm schon, komm schon. Oh Mist. Hallo? Wow, ihr seid doch mal Leos, der Windmönch der Täler. Ah, was so... Basilen, seid ihr es? Nein, ich fürchte, ich bin nur ich, Robert. Ich freue mich so, euch einmal persönlich... Okay. Gibt es einen Grund, aus dem du störst? Ja klar. Suche Laura. Habt ihr ein Mädchen mit einer Taube gesehen? Ach, du meinst Laura? Ja, die besucht mich hier ab und an in der Bar, bringt mir gelegentlich einen Wurzeltee mit. Nettes Mädchen. Merkt auch, wenn sie stört. Sie hat Conroy bestohlen. Das ist eine ungeheuerliche Anschuldigung, die du da aussprichst. Die arme Seele hat den rechten Pfad verlassen und... Wenn sie den Pfad verlassen hat, wo kann ich sie dann finden? Selten habe ich einen so unspirituellen Wurzelkopf wie dich kennengelernt. Uninspiri... was? Ach, vergiss es einfach. Ja, ja, aber Laura... Also, weißt du, wo sie ist? Ich hab dir gerade gesagt, dass sie den Pfad verlassen hat. Wo sie hin ist, weiß ich nicht. Menno. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Es sieht aus, als würde es Spaß machen. Spaß? Wenn es Spaß machen würde, hätte es doch nichts mit Religion zu tun. Aber was... Ich suche nach Erleuchtung. In dem Spielautomaten? Ja, nun ja, bis mich die Erleuchtung findet, ist es sicher kein Vergehen, die Zeit ein wenig zu überbrücken. Stimmt. Macht Sinn. Irgendwie. Je nachdem, wie man es auslegen will, ne? Aber was hat Glücksspiel mit Erleuchtung zu tun? Es gibt viele Arten der Meditation. Glaub mir einfach, das besänftigt die Basilen. Aber Conroy besänftigt sie. Mit Meditation und Disziplin werde ich die... Bist du noch da? Ja. Wo war ich gerade? Ah ja, ich werde diese heilige Kutte wieder mit Würde Wurzelwachs. Das war mein letztes Geld. Eine Runde noch. Eine Runde noch? Und dann noch Conroy und die Basilen, ne? Also, wie genau funktioniert das mit der Erleuchtung? Dein banaler kleiner Verstand könnte er sowieso nicht fassen. Jawoll! Highscore! Odilie, noch ein Bier! Aber warum glaubst du, dass es die Basilen besänftigt, wenn du an einem Spielautomaten sitzt und Bier trinkst? Die Basilen sind unergründlich. Und jetzt hau endlich ab und lass mich meditieren.
Nee. Weiß Conroy, was ihr hier macht? Ja, nicht direkt. Es wäre auch ganz nett, wenn das so bleibt. Wenn du verstehst, was ich meine. Was soll so bleiben? Genau. Was denn? Das ist die richtige Einstellung. Welche Einstellung? Wir verstehen uns. Wobei denn? Sehr gut. Was ist sehr gut? Gut, dass der Kleine nicht bescheuert ist. Ich könnte Conroy fragen, ob er euch hilft. Nein, danke. Ich will seine Zeit nicht verschwenden. Conroy hat viel damit zu tun, die Basilen zu besänftigen. Ja, sie sind wirklich ziemlich schnell sauer. Hätte ich gewusst, wie jähzornig sie sind, hätte ich einen anderen Job gewählt. Das kannst du mir glauben. Habt ihr keine Angst, dass euch die Basilen hier versteinern? Und wenn sie es tun, so habe ich es wahrscheinlich verdient. Ja, komm, so kann man das auch nicht sehen. Ich bin mir sicher, dass das mit den Basilen nicht allein eure Schuld war. Natürlich war es meine Schuld. Ich muss nur noch herausfinden, was ich getan habe. Ja, dann lasse ich dich mal spielen. Ich gehe jetzt. Gleich, gleich. Nur dieses eine Spiel noch. Und wenn ich den hier angribbel? Vollkommen eingerostet. Menno. Aber den Faden kann ich doch nehmen, oder? Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nichts. Komm. Der Stuhl ist anscheinend eingerostet. Wie lange der Mönch da wohl schon drauf sitzt? Was wird das? Ach, nichts. Kann ich irgendwo... Ah, ich kann ihn damit verschrecken nachher. Aber jetzt schauen wir hier erstmal, was sagt denn der Kaugummiautomat? Man muss eine Münze einwerfen. Gut, die kriege ich wahrscheinlich von ihm dann, wenn ich ihn verschreckt habe. Jetzt rede ich mal mit dem Gast da hinten. Nein, ich lasse ihn lieber in Ruhe weiter, was auch immer er da tut. Na gut, dann erschrecken halt. Erschrecken wir dich mal. Naja, dann könnte ich... Obwohl, nein. Ach komm, stell dich halt an. Na, was bist du denn für ein Kleiner? Kann ich dich mal streicheln? Er scheint beschäftigt zu sein. Hauptsächlich schaut er mal faul aus. Nicht doch. Das riecht wie etwas, das jederzeit anfangen könnte zu brennen. Ja, das ist ja auch der Sinn der Sache. Nein, ich trinke nichts mit einem Totenkopf auf dem Etikett. Den Fehler habe ich schon mehr als einmal gemacht. Ach, deswegen bist du so leicht dümmlich. Nein, ich denke, der arme Kerl hat genug gelitten. Hallo? Er lächelt im Schlaf. Er scheint glücklich zu sein. Herzchen, der ist betrunken. Oh. Tja. So, was haben wir denn hier so alles am Start? Lavaströmer, Gehstock, Häscher, Korken, Conroy-Handpuppe. Verlassen, wer da lang? Die Frage ist, was könnten wir hier jetzt noch machen? Hier, guck mal. Magst du den Alkohol? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Und magst du was? Das wird nicht klappen. Kann ich selber benutzen? Den hebe ich mir für eine besondere Gelegenheit auf. Oder wenn ich mal etwas anzünden will. Oder so. Naja, gut, okay. Dann gehen wir hier nochmal raus. Also scheint wohl so weit nichts mehr zu geben. Aber wir konnten ja noch den Gang hinterlaufen. Also. Hier, da. Zum Windbrunnenplatz. Jui, wo sind wir denn hier gelandet? Da geht's wieder zur Bargasse. Wer bist du? Meine Güte. Sind das Arme, die da aus dem Fenster hängen? Ich hoffe, derjenige, dem sie gehören, hängt noch dran. Ja, wäre sinnvoll. Hallo da oben, könnt ihr mich hören? Wer ist da? Freund? Feind? Fan? Freund, glaube ich. Ach, wie nett, mal wieder Besuch zu bekommen. Warum seid ihr denn im Gefängnis? Oh, das ist eine lange Geschichte. Ich war der berühmteste Schneider Asposiens. Doch meine Gewänder wurden den Windgöttern zu provokativ. Sie haben die Stadt angegriffen.
Und da hat Conroy mich zu meiner eigenen Sicherheit eingesperrt. Gegen meinen Willen. Eigentlich ist die Geschichte doch nicht so lang. Ihr müsst der beste Schneider von Asposien sein. Oh, ich bin auch nur eine kleine Masche im unendlichen Schal der Geschichte. Das ist natürlich eine sehr philosophische Ansicht, aber finde ich cool formuliert. Euer Beruf ist also Schneider. Oh, junger Freund, es ist sehr viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Die Nadeln wirken als mentale Verlängerung meiner Arme. Du musst eins werden mit dem Stoff. Das Material muss durch dich fließen. Also du bist Schneider. Ja, ach, du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr ich das Stricken vermisse. Der könnte mir den Strampler hier machen. Wenn ihr das Stricken so sehr vermisst, kann ich euch vielleicht helfen. Ja? Kannst du mich hier rausholen? Oh Gott, seit Jahren warte ich auf diesen Moment. Eigentlich meinte ich eher, du könntest etwas für mich stricken? Ich meine, wenn du es doch so sehr vermisst und alles. Oh, ja, sicher. Das ist auch sehr, ja. Was soll ich denn für dich stricken? Ein Leibchen. Also, nur wenn du willst. Holst du mich dann hier raus? Ich weiß, Conroy hat mich hier zu meiner eigenen Sicherheit untergebracht. Aber lieber bin ich versteinert, als doch einen Tag länger in dieser Zelle. Also, ich kann ja mal gucken, was ich tun kann. Toll, okay. Also, dann brauche ich ein Strickmuster, Nadel natürlich und was für ein Stoff soll's denn sein? Erdbeergarn wäre prima. Oh ja, damit kenne ich mich aus. Erdbeergarn hatte ich früher, als ich noch, naja, frei war. Aber ich kann euch wirklich nichts versprechen. Schon okay. Es ist das meiste an Hoffnung, das ich seit langer Zeit hatte. Das ist wirklich tragisch. Aber um nochmal kurz auf das Leibchen zurückzukommen... Fühl dich frei. Frag einfach, was du wissen willst. Gut, alles klar. Wir brauchen also das Muster, das hat der Kleine da hinten. Nadeln weiß ich noch nicht und der Faden, den kriegen wir in der Bar irgendwie. Weiß auch nicht. Nur noch gucken. Das Leibchen soll aus Erdbeergarn sein. Oh, ich erinnere mich noch gut an diesen Stoff. Ich habe die modischen Kutten der drei Windmönche entworfen. Die wurden natürlich aus edelstem Erdbeergarn geschneidert. Der Stoff ist aber extrem selten und sehr teuer. Das Baby besteht drauf. Ich schätze, dann muss ich mir was einfallen lassen. Tja. Braucht ihr unbedingt Nadeln zum Stricken? Ja, nenn mich altmodisch, aber ohne Nadeln kein Strickwerk. Ja. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich warte hier. Was ist ein Plan? Alles klar. Gut, okay, dann. Ich geh dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja.